Ich stehe hier am Stand der TU Clausthal. Mein Gesprächspartner ist Mirko Schindler, er ist Informatiker an der Universität. Herr Schindler, im Vorfeld haben Sie gesagt, dass es sich hier um kein Exponat handelt, sondern um ein Thema, und zwar das Thema Kollaborationssysteme. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, unter Kollaborationssysteme können Sie sich Systeme vorstellen, wo mehrere Leute miteinander interagieren. Und das ganz Besondere, was wir hier halt zeigen wollen, ist, dass nicht nur Computerspiele, Internetplattformen, die es heute gibt, wo kollaborative Elemente vorhanden sind, interessant sind, sondern auch, dass solche Systeme bereits in ihrer Entwicklung, also beim Engineering von Softwaresystemen, auch bereits kollaborative Werkzeuge zum Einsatz kommen. Und wie sieht das rein praktisch für die Personen aus, die damit arbeiten? Ja, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben verschiedene Standorte, Sie haben verschiedene Entwicklerteams. Jedes Team entwickelt an unterschiedlichen Dingen mit. Sie entwickeln gemeinsam etwas, um sich vielleicht einen Überblick zu verschaffen. Da sieht es wie folgt aus, dass wir hier ein System zeigen, womit es halt möglich ist, verteilt an unterschiedlichen Standorten zu arbeiten, so dass die Leute die Modellierung, was der eine Architekt modelliert, gleichzeitig an einem anderen Standort zu sehen ist, interaktiv dort eingegriffen werden kann. Das Ganze, was halt der Clou an der Sache ist, dass wir nicht nur einzelne Modelle, sondern auch die Skizzen, die am Whiteboard entstehen, die auf dem Tablet entstehen, digitalisiert und zusammengeführt werden.